Hallo und willkommen hier zurück bei Wolfenstein, The New Order. Alles klar. Wir sind das letzte Mal hier in dieser komischen Nervenklinik, Heilanstalt, was auch immer gelandet. Haben hier anscheinend eine ganze Weile verbracht. Und letzten Endes wurde aber unser toller Doc und seine Frau gnadenlos abgeknallt. Und die Tochter von denen ist in deren Gewalt. Wow, coole Pistole, Digga. Alter, ja, wir haben immer noch anscheinend ein bisschen mit unseren Nerven zu kämpfen. So, haben herzlich wenig Munition von allem irgendwie. Aber es scheint auf jeden Fall mit der Zeit, die wir hier verbracht haben, neue Waffen ins Spiel gekommen zu sein. Die so aussehen, als hätten die etwas mehr drauf als die, die wir bisher genutzt hatten. Von daher. Hallo Typ, Tottyp. Muss man erstmal schauen, die können ja nämlich anscheinend gerade irgendwie in jedem Zimmer sitzen. Ah ja, Munition, Leben, Gesundheit, ja, whoop. Wo ist die jetzt genau explodiert? Okay, systematisch vorgehen. Kommen wir hier unten runter durch. Sehr nice. Badezimmer. Nichts Besonderes drin. Alter Falter. Da geht's nochmal nach oben. Nach oben wollen wir aber nicht unbedingt. Schrotflinte. Nice. Darauf steht Papi. Okay, ich bin anscheinend nicht der Einzige hier, der sich wehrt. Mir fallen auch noch anderweitig irgendwelche Schüsse. Schnauze. Wunderbär. Ah ja, da lebt auch noch einer. Den nehmen wir auch noch mit. Okay, ich weiß jetzt allerdings gerade nicht. Sekunde mal. Erstmal schauen. Was ist denn? Notizen finde Anja. Wunderbar, genau. Das ist nämlich die Tochter von dem Typen. Von unserem Dog, die sich angeblich oder anscheinend sehr herzlich um uns gekümmert hat. Die es jetzt zu befreien gilt. Allerdings muss ich gestehen, dass ich gerade noch keinen Plan genau habe, wo ich hier auch nur anfangen soll zu suchen. Und anscheinend, hier haben wir doch schon mal was. What the fuck? Ich hab einen Moment zum Nachladen, du Volldepp hier. Okay. Jetzt haben wir die ganze Menge ausradiert. Munition mitnehmen. Das A und O. So, wo haben wir jetzt gerade eben die Tür geöffnet? Hier war das, glaube ich. Genau, zum Rauskommen. What the fuck? Ja, keine Granaten mehr. Waren da voll grad so. Ah ja. Waren noch mehr als die zwei. Na, bist du? So. Wow. Alter Falter. Jetzt wollte mich ja auflachsen. Wow, noch. Hallo?
eure Munition. Meine ist mir ausgegangen. Kein Wunder bei dem ganzen Geballere hier. Hui. Oh, ganz schön Waffen wieder gesammelt. Nice. Das hat sich doch schon mal sehr gut angehört. Können wir hier oben noch irgendwas rumliegen? Bisschen Gesundheit, auch nicht verkehrt. Gut, was ist jetzt? Kann ich mir den Wägelchen wenigstens schnappen? Von diesem verdammten Ort abhauen. Ja, will ich ja, aber mit Auto. Das ist nicht fair. Okay, ich muss die Uschi anscheinend immer noch finden. Muss ich sie immer noch finden? Ich muss sie immer noch finden. Auftauchen, zuerst muss ich Anja finden, dann können wir zusammen hier verschwinden, ja. Gut. Dann werden wir uns doch nochmal auf die Suche begeben. Komme ich hier auch nochmal wieder rein? Nein, rein geht's nicht mehr, alles klar. Aber irgendwo muss ich hier doch noch einen Weg finden. Map. Gucken wir mal auf die Map. Okay, vorne ans Auto vielleicht. Ah ja, da liegt sie ja. Halb tot, auf dem Boden. Aber wir haben sie gefunden, das ist ja Hauptsache. schönes Motorchen. Schönes, ruhiges Blubbern. So mag ich das, so musste ich das anhören. Alter, nicht am Steuer einschlafen. Ah ja, genau das passiert nämlich dann. Ah ja. Ah, das hat die Uschi geschaltet und das Steuer übernommen. Na, komm, irgendwas muss ich doch drücken, 100 Pro. Sieht echt widerlich aus. Stelle ich mir jetzt auch nicht so wirklich angenehm vor. Sind Sie ein Soldat? Können Sie kämpfen? Wer sind Sie? Ach was. Wir sind William J. Blaskowitz. Ranger, Army, USA, tut mir leid. Mein Polnisch ist nicht besonders. Können Sie fahren? Wohin denn? Du hast gerade Deutsch gesprochen, Meister. Man an der Synchronisation vielleicht ein bisschen was ändern können. Aber nun gut. Ist ja auch immer wieder witzig. Aber na klar, parken wir das Fahrzeug vom Regime einfach mal im Carport. Fällt ja gar nicht auf. Ah, und da ist noch wer im Kofferraum. Nein! Okay. Alles klar. Und sie weinen um ihre Toten. So eine tiefe Trauer. Ich nicht. Meine Tränen würden Meere füllen. Ich würde ertrinken, wenn ich sie rauslese. Wir haben 1960. 1960? Ja. Sie waren 14 Jahre bei uns. Jo. Es ist 1960. Ich muss Verbindung zum US-Militär aufnehmen. Ich muss meine Einheit finden, damit sie wissen, dass ich noch lebe. Der Krieg ist vorbei. Er ist vorbei. Kein Militär mehr. Nein. Er ist nicht vorbei. Hier laufen doch überall noch welche von denen rum. Sie haben gewonnen. Es ist vorbei. Das Regime beherrscht die Welt. Sie sind überall, überall. Was ist mit den USA? Gibt's nicht mehr? Die USA, sie... Nun ja, sie haben kapituliert. Kapituliert? Sie haben kapituliert? Wie
gegen der... Boom! Ach, Atombombe. Sie haben vor 12 Jahren kapituliert, nachdem sie das Regime mit Atombomben angriff. Ja, ja. Na, dann muss ich eben den Widerstand finden. Ich werde mich ihm anschließen. Nein, 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 nein. Es gibt keinen Widerstand. Alle wurden gefangen. Wer noch lebt, ist in Gewalt von Regime. Wer weiß schon, wo sie stecken? Oh, da würde ich sagen, gehen wir mal in das Regime stürzen. So wie es aussieht. Ich bin ausgebildeter und erfahrener Feldkoordinator. Im Dienst von General Strasse persönlich. Und ich habe hier eine Menge Werkzeugmeister. Wissen Sie, was Ihnen droht, wenn Sie mich nicht freilassen? Gold entdeckt. Was kann ich denn mit dem Gold anfangen? Es ist sinnlos, mich hier festzuhalten. Schon Kelch gefunden, jetzt eine Uhr. Ich werde Ihnen... Komm schon, ich hab doch den Schutz. Oder nicht? Schutz, also, dass der überhaupt benötigt wird. Ist ja wohl ein Witz. Komm, irgendwo muss er sein. Ich hab jetzt gerade, um ehrlich zu sein, keine Lust, das alles durchzulesen. Ihr könnt das gerne tun. Ihr könnt mir berichten, falls da was Wichtiges drin stand. Ich bin da nicht so der, da habe ich meistens nicht die Geduld für. Aber ich denke mal, das wisst ihr mittlerweile schon. Genau, erstmal eine Schürze. Deine weißen Klamotten könnten dreckig werden, Meister. Ach ja. So, guck mal, was da noch so drin ist. Ah, meine Schutzbrille. Sehr schön. Wunderbar, dann haben wir doch alles. Tut mir sehr leid für dich, Meister. Stichst du mich gerade ab? Ach so. Okay. Ich hätte vielleicht mal vorher anfangen sollen zu klicken. Dann, ja, das hätte ich auf mich eingestochen. Ich werde nicht mehr. Ich verrate Ihnen, wie es jetzt ist. Das sieht unangenehm aus, Meister. Ich stelle Ihnen eine Frage. Und diese eine Frage werden Sie zu meiner Zufriedenheit beantworten, denn falls nicht, mache ich Sie mit diesem Ding hier einen Kopf kürzer, kapiert? Also gut. Wo werden die Widerstandskämpfer gefangen gehalten? Ich habe keine Ahnung, wovon Sie sprechen. Es gibt keinen Widerstand! Zur Hölle mit Ihnen und Ihrem verdammten Widerstand! Falsche Antwort, Meister. Was sollen Sie wissen? Die Widerstandskämpfer, wo sind Sie? Berlin, Eisenwald, das Gefängnis. Aber Sie werden es niemals schaffen. Wir haben überall Kontrollposten. Sie suchen nach Ihnen. Nach Ihnen und der Schwester. Bald werden Sie hier sein. Und dann winseln Sie um Gnade. Du auf jeden Fall nicht mehr. Fertig, fertig. Sie sind ein wirklich fescher Bursche, Herr Blaskowitsch. Nicht ganz so fesch wie ich, aber nicht übel. Nicht übel. Passen Sie gut auf Sie auf. Verstanden? Sonst werde ich Ihnen sehr wehtun. Schon verstanden. Gut. Gut. War eindeutig. Los, fahren wir nach Berlin. Alles klar. Läuft bei euch. Die fackeln anscheinend nicht lange. Denn wir reisen über dunkle Gewässer. Verleihe uns starke Füße. Lautlosen Atem. Und schütze uns vor dem Sturm. Ich habe das Gefühl, das wird eine sehr unbequeme Reise. Und sicheres Geleit in
Ich mag den alten, der ist cool. Alles klar, dann erstmal raus da. Ist das schon in Berlin? Nicht sicher. Sie töten die Soldaten. Hier. Ich bleibe beim Wagen. Nein, unten bleiben. Wir genau, Fushi. Hier. Auf Sie. Töten Sie alle. So ist der Plan. Genau das ist der Plan. Aber mit dem Töten machen wir erstmal in der nächsten Folge weiter. Okay, irgendeinen Zug erwischen. So viel habe ich jetzt gerade verstanden. Ich habe mal wieder blöderweise dazwischen gequatscht. Aber wie gesagt, wir machen hier soweit erstmal wieder Feierabend. Cool, dass ihr wieder dabei gewesen wart. Hoffe, es hat euch auch wieder Spaß gemacht. Mir definitiv. Ich bin gespannt, wie es weitergeht, wenn wir hier jetzt in Berlin einmarschieren mit unserer kleinen Ein-Mann-Armee. Wohlbemerkt gegen anscheinend den Rest der Welt, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe. Aber ich bin da sehr optimistisch, dass wir das schon packen. Dementsprechend freue ich mich, wie gesagt, aufs nächste Mal. Also, haut rein. Tschüss.